Hey Leute, willkommen zurück bei Mass Effect. Wir haben in der letzten Folge mit diesem Barlavon gesprochen, der uns auch auf diesen Kopfgeldjäger Rex verwiesen hat. Und wir schauen mal, was es hier so gibt. Emporium Ladenbesitzer. Hallo, Wesen menschlicher Abstammung. Mhm. Dieser ist begeistert, Sie hier in seinem Emporium begrüßen zu dürfen. Persönliche Frage. Wer sind Sie? Dieser trägt den Namen Dallaninder, aber viele sagen einfach Dallan. Dallan. Bitte lassen Sie sich alle Zeit der Galaxie, um diese exquisiten Waren zu betrachten, die dieser anbietet. Waren? Was genau bieten Sie hier an? Dieser bietet nur hochexquisite und luxuriöse Waren. Und teure, vielleicht? Dieser kann Ihnen fast alle gewünschten Waren liefern. Sofern der Preis gezahlt werden kann. Ihre Sprachgewohnheit. Warum bezeichnen Sie sich selbst als dieser? Aus dem gleichen Grunde, warum die Menschen so neugierig sind. Es ist Teil unserer Kultur. Die meisten Hanar sprechen nur in Gegenwart von Familie oder engen Freunden von sich in der ersten Person. Mhm. Aber das ziemt sich nicht bei anderen Völkern. Das ist nur unsere Art. Persönliche Frage, hatten wir das nicht schon? Wer sind Sie? Ah, ja. Dieser trägt den Namen Dallan. Bitte lassen Sie sich alle Zeit der Galaxie, okay, um diese exquisiten Waren zu betrachten, die dieser... Ich möchte das kaufen. Zeigen Sie mir bitte Ihre Waren. Oh, es ist diesem eine große Ehre, Wesen menschlicher Abstammung. Es wird Sie nicht enttäuschen. Standardobjekte anzeigen, nichtmenschliche Panzerungen, Upgrades anzeigen, Standardobjekte. Okay. Und auch hier sehen wir, dass der wirklich exklusive Waren anbietet. Explorer 2. Das ist die allgemeine bekannte Produktion. Einfach Panzerungsmodelle, die einer Vielzahl von Umwelteinflüssen, darunter Kälte, Hitze, Gift standhalten könnte, dem Unternehmen. Eine Reihe militärischer Waffen. Ja, das ist alles noch zu teuer für uns. Ja. So, dann hatten wir das letzte Mal noch gesehen, dass hier irgendwo noch eine Avina rumsteht. Nämlich hier vor diesem Denkmal, vor diesem Standbild. Sprechen wir mal mit ihr. Willkommen im Präsidium Tourismus Terminal 3. Hier im Finanzdistrikt gibt es verschiedenste Geschäfte und Dienstleister für exklusive Kundschaft. Diese Statue vor Ihnen ist den kroganischen Soldaten gewidmet, die den Zitadellsektor während der Rachni-Kriege mit ihrem Leben verteidigt haben. Okay. Nach den kroganischen Rebellionen beantragten zahlreiche Botschaften die Entfernung der Statuen. Aber diese Anträge wurden allesamt vom Rat abgelehnt. Rachni-Kriege? Was waren die Rachni-Kriege? Vor circa 2200 Jahren wollten Weltraumfahrer den Zitadellsektor erweitern und öffneten die Massenportale zum Sternensystem der Rachni. Die Rachni waren ein hochintelligentes und aggressives Insektoidenvolk. Sie begannen einen Krieg zur Eroberung der gesamten Galaxie, der fast 300 Jahre dauerte. Mit dem Eingreifen der Kroganer wendete sich das Kriegsglück zugunsten der Zitadellvölker. Die Kroganer verfügten über ausreichend Truppen, um den Vorstoß der Rachni aufzuhalten und sie zurückzuschlagen. Die Kroganer verfolgten schließlich die fliehenden Flotten. Die Kroganer konnten auch in der lebensfeindlichen Umgebung der Rachni-Welten überleben und löschten die Feinde vollständig aus. Eine extreme Maßnahme. War es wirklich notwendig, sie vollständig auszulöschen? Tut mir leid, für eine solche Beurteilung ist meine Programmierung nicht ausgelegt. Okay, Gedenkstatue. Warum war es dem Rat so wichtig, die Statue zu erhalten? Die Kroganer haben entscheidend dazu beigetragen, die Galaxie vor den Rachni zu verteidigen. Der Rat ist der Meinung, dass diese geschichtliche Tatsache nicht vergessen werden darf. Zudem hatte der Rat gehofft, dass durch den Erhalt der Statue die diplomatischen Beziehungen zu den Kroganern verbessert würden und die Rebellion friedlich beigelegt werden könnte. Leider waren die Kroganer zu keinen Verhandlungen bereit. Erst nach der Vernichtung ihrer Heimatwelten und großer Teile der Bevölkerung durch die Turianer gaben sie auf. Selbst schuld. Nee, das sagen wir jetzt nicht. Was waren denn die kroganischen Rebellionen? Erzählen Sie mir mehr über die kroganischen Rebellionen.
Aus Anerkennung um ihre Verdienste in den Rachni-Kriegen wurden den Kroganern vom Rat einige neue Kolonien übergeben. Im Laufe der folgenden 400 Jahre expandierte das Volk der Kroganer. Dank ihrer extrem hohen Geburtsrate nahm ihre Bevölkerung außerordentlich stark zu. Aufgrund dieser kritischen Überbevölkerung begannen die Kroganer mit der feindlichen Kolonialisierung von benachbarten Welten der Ratsvölker. Das war der Anfang der kroganischen Rebellionen. Es dauerte ein ganzes Jahrhundert, bis der Rat und seine Mitglieder die Kroganer wieder unter Kontrolle bringen konnten. Erst durch das Eingreifen des neu entdeckten Turianischen Reiches konnte der Sieg gesichert werden. Ein Teufelskreis. Erst mussten die Kroganer die Rachni aufhalten, dann mussten die Turianer die Kroganer aufhalten. Und wer wird jetzt die Turianer aufhalten? Tut mir sehr leid. Diese Frage überfordert meine Programmparameter. Das Turianische Volk ist Mitglied des Zitadellrats. Sie stellen keine Bedrohung für den galaktischen Frieden dar. Alles klar, auslocken. Das ist vorerst alles. Danke, dass Sie sich für Avina entschieden haben. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Das wünsche ich Ihnen auch. So, dann gehen wir jetzt mal zum nächsten Transit, Rapid Transit. Da habe ich ihn doch das letzte Mal gesehen. Und da werfen wir aber vorher mal einen Blick auf die Karte. Genau, wo ist denn Hauptquartier C-Sicherheit Botschafter Lounge? Übergangspunkt. Da gehen wir aber mal hin, oder da fahren wir mal hin, wenn wir können. Präsidium? Gemächer der Konsortin, Botschaften, Bezirkszugang, Zitadellturm, Botschaften. So, und jetzt benutzen wir das erste Mal diesen Transit, glaube ich, oder das zweite Mal, ich weiß es gar nicht. Und wir wollen jetzt hier irgendwie runter. Ah, da geht's runter. Zu der Citadel-Sicherheit. Weil da ist dieser Rex angeblich. Und da hat man ja den Aufzug, der uns ja den Zugang nicht gewährt hat. Und jetzt, nachdem wir beim Rad waren, dürfen wir in den Aufzug einsteigen. Yeah! Angesichts des kürzlich erfolgten Angriffs auf Eden Prime ziehen viele koloniale Investoren ihre Unterstützung für zukünftige Projekte zurück. Befürworter der ausgedehnten menschlichen Kolonialisierung bestehen darauf, dass Eden Prime einen Einzelfall darstellt. Aber dennoch gehen die Anmeldungen der Kolonisten drastisch zurück. Viele koloniale Angebote sind eingefroren, bis es eine Zusicherung gibt, dass menschliche Kolonien auch angemessen geschützt werden. Und da haben wir das erste Mal jetzt im Aufzug so eine Nachricht bekommen, so eine Nachricht vorgelesen bekommen, statt einem Dialog zwischen unseren Kollegen. Was nicht heißen soll, dass die Ashley nicht mit dem Garrus reden will. So, hier ist wieder so ein Rapid-Teil, das ist ganz gut. Und da habe ich schon einen Kroganer gesehen. Das könnte unser Kroganer sein, jawohl. Zeugen haben ihre Drohungen in Fists Bar gesehen. Halten Sie sich fern. Sie schreiben mir nichts vor. Das ist Ihre einzige Warnung. Warnen Sie Fist, ich bring ihn um. Soll ich Sie verhaften? Ich will, dass Sie es. Blutrote Augen. Nur weiter. Raus hier. Kenne ich Sie? Fist gehört mir, das werden Sie. Ich heiße Shepard. Ich heiße Shepard. Ich suche Fist. Dachte, Sie wollten vielleicht mit. Shepard? Commander Shepard? Ich habe schon viel von Ihnen gehört. Wir sind beide Kämpfer, Shepard. Ich gebe Ihnen respekthalber genügend Warnung. Ich bringe Fist um. Fist weiß, dass Sie kommen. Gemeinsam haben wir bessere Karten. Genau. Mein Volk hat ein Sprichwort. Finde den Feind deines Feindes und du findest einen Freund. Dieses Spruch gibt's auch bei uns Menschen. Willkommen. Schön, Sie bei uns zu haben, Rex. Gehen wir. Fist soll nicht warten. Genau. Und wir nehmen in diesem Fall jetzt mal den Earth Not Rex. Halt, falsche Taste. Und den Garrus Vakarian mit. Moment, ich überlege mal bloß. Der Garrus hat Tech-Stärke.
Kampf. Ja, das müsste passen. Das nehmen wir so. Und wir müssen jetzt mal überlegen, wie wir da hinkommen. Wir könnten jetzt mit dem Rapid-Transit zu Koras Nest fahren, aber ich nehme jetzt mal diesen Aufzug hier. Glaube ich? Nee, den Aufzug nehme ich nicht. Ich gucke jetzt erstes mal, was da unten ist eigentlich. Das weiß ich gar nicht mehr. Wo komme ich denn da hin? Zu einem Aufzug. Fahrstuhl. Zu den Bezirken, glaube ich, stand da dran. Das klingt doch gut. Da wollen wir eigentlich hin. Im Grunde unseres Herzens. Ach, diese Aufzugsmusik. Es ist wirklich eine klassische Aufzugsmusik. Da sehen wir, wie der Fahrstuhl fährt. Die zwei reden auch nicht miteinander. Vielleicht ist es ja doch so, dass niemand mit dem Garus reden möchte. Oder es gibt einfach noch nichts zu bereden. Ach ja, komm, Aufzug. Ja, jetzt wird er langsamer. Jawohl. Okay. Dann gehen wir mal den langen Gang entlang. Ich schaue jetzt mal kurz auf die Karte. Wo bin ich denn hier? Ich bin hier drüben. Ach, dann geht es gleich weiter zu... zum nächsten Aufzug. Okay. Na, prima. Oh, da ist aber noch ein Keeper. Und wer ist das? Wer ist denn das? Officer Lang. Rede doch mal mit Officer Lang. Hey, ich kenne Sie. Sie sind Shepard, nicht wahr? Ich war während des Angriffs auf Minduir. Ich sah Sie auf den Videos, als Sie die Medaille bekamen. Sie haben die ganze Kolonie gerettet. Offenbar haben Sie einen Fall. Tut mir leid. Ich hätte nur nie gedacht, dass ich Sie mal persönlich treffe. Ich heiße Lang, Officer Eddie Lang von der Zitadellsicherheit. Es ist eine Ehre, Sie kennenzulernen, Commander. Was machen Sie hier unten in den Bezirken? Kann ich Ihnen helfen? Zitadellsicherheit. Warum sind Sie bei der Zitadellsicherheit? Ich weiß nicht, es schien das Richtige zu sein, wissen Sie? Vielleicht liegt es mir im Blut. Mein Großvater war Polizist auf der Erde. Die Zitadellsicherheit ist so ähnlich, nicht wahr? Die Polizei auf der Zitadell. Ich bin noch recht neu, aber bisher gefällt's mir. Ist viel interessanter, als auf der Erde zu bleiben. Man trifft alle möglichen coolen Aliens, wie diese Hanar, wild. Und die Zitadellsicherheit wird hier sehr respektiert. Wir halten das Gesetz aufrecht. Das wissen sogar Aliens zu schätzen. Okay, die Zitadell. Wie gefällt es Ihnen, hier auf der Zitadell zu arbeiten? Hier ist es unglaublich. Ich bin seit über einem Jahr hier und habe gerade mal ein Zehntel gesehen. Das Präsidium ist so schön, man kann sich dort toll entspannen. Aber hier unten in den Bezirken gefällt es mir besser. Irgendetwas passiert hier immer. Wie dieser neue Club, der vor einigen Monaten aufgemacht hat. Da ist vielleicht was los, Commander. Das sollten Sie sich mal ansehen, wenn Sie Zeit haben. Das ist wahrscheinlich dieses Koras Nest, wo wir jetzt hinwollen. Spectres. Was wissen Sie über die Spectres? Nur das, was sie in den Videos zeigen. Sie stellen sie immer als Superagenten dar, die bei geheimen Missionen die Galaxis retten. Aber ich weiß, dass die Wirklichkeit anders aussieht. Einige der anderen Jungs von der Zitadellsicherheit mögen sie nicht besonders. Sie finden, sie dürfen nicht so oft hart an der Grenze des Gesetzes operieren. Aber der Rat würde sie nicht einsetzen, wenn sie nicht gut wären, oder? Harkin. Kennen Sie einen Officer der Zitadellsicherheit namens Harkin? Ich sollte lieber den Mund halten. Er ist schon viel länger dabei als ich. Aber ich habe Sachen gehört, wissen Sie? Er trinkt im Dienst, lässt sich bestechen, solche Sachen eben. Das sind größtenteils Gerüchte. Aber sie haben ihn suspendiert, also muss was dran sein. Auf Wiedersehen. Ich muss gehen. Genau, Sie sind wahrscheinlich sehr beschäftigt. Man sieht sich, Commander. Es gibt ein paar Händler ohne Lizenz, die vom Markt aus operieren. Manchmal haben sie wahre Schätze im Angebot. Aha. Wenn Sie glauben, Sie hätten Glück, können Sie ins Casino drüben im Flux gehen. Nö, wir schauen uns jetzt mal weiter hier um. Wo sind wir denn jetzt? Das ist der Aussichtspunkt, wo wir waren. Es ist noch größer, als es von hier aus aussieht. Okay. Woher willst du das wissen? Ich habe eine Besichtigungstour gemacht. Ich war einer von 500 Gästen, die sich die Ascension ansehen durften. Wirklich? Die Tour ging über 6 Stunden. Wir haben nur ein Zehntel des Schiffes gesehen.
Ich habe sogar den Commander getroffen. Die Matriarchin Lidania? Du hast sie getroffen? Sie hat die ganze Tourgruppe begrüßt. Aber ich stand ziemlich nah an ihr dran. Mann, schau dir dieses Schiff an. Man muss schon bescheuert sein, sich damit anzulegen. Stimmt. Die Ascension hat fast so viel Feuerkraft wie die ganze Asari-Flotte zusammen. Hoffentlich muss sie sie nie einsetzen. Ja, genau. Die Ascension war dieses Schiff, das wir gesehen haben, als wir auf die Citadel zugeflogen sind. Commander Shepard? Hallo? Commander Shepard? Emily Wong? Reden wir mit Emily Wong. Mein Name ist Emily Wong. Ich stelle journalistische Nachforschungen hier auf der Citadel an. Hätten Sie einen Moment Zeit für mich? Natürlich. Was brauchen Sie? Ich suche nach Beweisen für Korruption und organisiertes Verbrechen auf der Citadel. Oh. Aber zu einigen Bereichen habe ich keinen Zugang. Ich hatte gehofft, dass Sie mir vielleicht Informationen überlassen können, die Sie auf Ihrer Untersuchung herausfinden. Ich würde mich erkenntlich erweisen. Wie Untersuchungen verknüpft sind? Wieso glauben Sie, dass Sie die Ergebnisse meiner Untersuchung gebrauchen könnten? Was immer Sie untersuchen, muss eine große Sache sein. Und große Sachen interessieren mich. Als Reporterin? Warum ich? Sie haben doch viel bessere Quellen. Warum sprechen Sie mich an? Ich habe viele Quellen, aber ich spüre, dass Sie eine wichtige Kontaktperson sind. Ich habe Ihre Akte gelesen. Wenn jemand die Korruption hier aufdecken kann, dann die Heldenfigur des skylianischen Angriffs. Oh Mann. Informationsquelle. Woher wissen Sie, dass ich eine Untersuchung hier auf der Zitadelle leite? Genau. Ich bin eine gute Journalistin, Commander. So etwas bekomme ich mit. Na gut, die Sache ist schon erledigt. Klingt wie eine gute Sache. Wenn ich Informationen finde, bekommen Sie sie. Danke, Commander. Sie werden es nicht bereuen. Hoffentlich. Gut. Ja, Leute, dann würde ich mal sagen, orientieren wir uns hier an der Karte, wo wir hin müssen. Zu den unteren Märkten. Wir müssen also in diese Richtung. Aber ich fürchte, zu den unteren Märkten, da kommen wir dann erst im nächsten Part. In diesem Part werde ich nochmal in den Codex gucken. Und wir schauen uns die außerirdischen Ratsvölker fertig an. Die Salarianer sind als zweites Volk dem Rat beigetreten. Sie sind ein warmblütiges Amphibienvolk mit schnellem Stoffwechsel. Salarianer denken schnell, reden schnell und handeln schnell. Auf Salarianer wirken die anderen Völker träge und begriffsstutzig. Der Nachteil ihres schnellen Stoffwechsels ist allerdings die relativ kurze Lebenserwartung. Es gibt kaum Salarianer, die älter als 40 Jahre werden. Die Salarianer zeichneten sich verantwortlich für die kulturelle Entwicklung der vorher eher primitiv lebenden Kroganer, die dann als Soldaten in den Rachni-Kriegen eingesetzt wurden. Die Salarianer haben zudem die genophage Biowaffe entwickelt, mit der die Turianer einige Jahrhunderte später die kroganischen Rebellionen gewaltvoll beendeten. Salarianer zeichnen sich vor allem durch ihre scharfe Beobachtungsgabe und ihr nonlineares Denken aus. Damit sind sie ideal für Forschungs- und Spionageaufgaben geeignet. Salarianer beschäftigen sich fortwährend mit Experimenten und Innovationen. Dabei wird allgemein akzeptiert, dass sie nicht alle Erkenntnisse preisgeben. Das waren die Salarianer und jetzt kommen noch die Turianer. Vor etwa 1200 Jahren wurden die Turianer eingeladen, dem Zitadellrat beizutreten und eine Rolle als galaktische Ordnungsmacht zu bekleiden. Die Turianer verfügen über die größte Flotte im Zitadellsektor und stellen die zahlenmäßig größte Streitmacht innerhalb des Zitadellmilitärs. Als ihr Lebensraum und Einfluss größer wurden, entschieden die Turianer, sich mit den Salarianern in militärischer und mit den Asari in diplomatischer Hinsicht auszutauschen. Trotz ihrer weltraumgreifenden Siedlungspolitik kam die Führungsschicht der Turianer zur Einsicht, dass sie bei einer Auslöschung der beiden anderen Völker mehr verlieren als gewinnen würden. In der autokratischen Gesellschaft der Turianer gilt die Disziplin als hohe Tugend. Zudem zeichnen sie sich durch ein hohes Maß an individuellem und gesellschaftlichem Stolz aus. Seit dem Krieg des Ersten Kontakts von 2157 gibt es immer wieder Spannungen zwischen Menschen und Turianern. Die Turianer nennen diesen geschichtlichen Abschnitt den Portal 314-Vorfall.
Offiziell gelten die beiden Völker aber zurzeit als Verbündete und pflegen konfliktfreie, wenn auch zum Teil etwas unterkühlte, diplomatische Beziehungen. Ja, Leute, das war's wieder für diesen Part, der mal wieder etwas länger geworden ist, wie ihr das ja schon mittlerweile kennt von mir. Ich danke euch, dass ihr dabei wart, wünsche euch noch eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal. Ciao!